Und damit begrüße ich herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ich bin schon mal zu der Brücke geflitzt. Boah. Knappe Kiste. Wenn doch nur Ligiron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Ja. Gute Frage. Könnt's ja mal versuchen. Na, da ist einer. Goldbernstein. Ach so, hier an der Stelle, dieser Goldbernstein, der ist hier zu finden. Das ist auch eine, eine zum später, dass wir eure Waffen Sachen verbessern könnt, ne? Also, wenn ihr einen glitzernden Baum seht, einfach immer umlieten. Eine Gorgone? Die gibt's wirklich? Was schimmert denn da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Wow. Das ist witzig, Petron. Und tschüss. Schick. Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Ah, doch sie waren es. Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phoenix. Durch pures Glück. Halt! Ihr da! Kämpft mit jemandem, der bewaffnet ist! Nach dem glorreichen Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Ja, das. Naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Bei den Göttern. Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Ah, könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen. Bei Hades, heiratet doch, ihr zwei. Zack. Magic Kiste. Mähne des Stolzes. Passt. Ich glaube, das war's. Mehr gab's, glaube ich, hier nicht.
Hey, Gewölbe des Tartarus. Da muss ich mal kurz hin. Killerhühner! Geht weg! Hab ich doch richtig gesehen mit dem Ambrosia. Schauen wir mal hier. Da ist ein Baum! Huh! Okay, aufpassen, jetzt hebe ich die Dinger auch noch auf. Jetzt hebe ich noch die Bäume auf. So, was haben wir denn hier? Das müsste es, glaube ich, jetzt gewesen sein hier bei dem Gebiet. Komm mal her! Verpiss dich, du Chicken Wing! Push dich ab! Doofes Hühnchen. Hängen geblieben. Kiste. Passt. Das war knapp. Das passt. Ja. Das dahin. Wenn er in dieses Loch gestürzt ist. Ich rette dich! Und in den nächsten Tartarus-Gewölbe. In das nächste Tartarus-Gewölbe, so rum. Also verstehe ich das richtig? Statt zum Tempel des Apollon zu gehen und mit dem Orakel zu sprechen, jagt Phoenix diesem Fremden hinterher? Phoenix war ein herzensguter Mensch und wollte diesen mysteriösen Fremden helfen. Doch sie verlor nie die Tatsache aus den Augen, dass sie dem Tempel des Apollon immer näher kam. Und damit auch eine Heilung für diesen furchtbaren Fluch, der ihren Bruder und die Soldaten heimgesucht hatte. Oh, erinnere mich, meine eigenen Fehler zu relativieren. Zeus, der ein herzensguter Mann war, brachte seine erste Frau dazu, sich in eine Fliege zu verwandeln und aß sie dann auf. Was? Deshalb meldet sich Metis nicht mehr? Ich dachte, sie besucht ihre Schwester in Babylon. Ups. Aha. Na toll. Das erklärt natürlich einiges, ne? Ach, Zeus.
von Ithaka. Odysseus. Große Macht erfordert mehr als nur gute Beinarbeit, Menschlein. Hast du genug Selbstkontrolle? Wer bist du? Komm und zeig dich! Ziele schienen leicht zu treffen. Das dritte jedoch verlangte nach dem Können einer wahren Meisterschützin. Vergiss es! Die Kinder heutzutage spielen mit Muscheln, flitschen Steine, starren Bilder an. Die sind alle hyperaktiv. Sagt der Gott, der glaubt, eine Woche sei eine langfristige Beziehung. So eine ruhige Art. Vielleicht überlebst du ja sogar, Menschlein. Bewaffnet mit der Beweglichkeit des Achilleus, der Schnelligkeit von Atalante, dem Verstand von Odysseus und der Kraft des Herakles, war Phoenix bereit, sich allem zu stellen, was das Schicksal für sie geplant hatte. Das war's? Das ist alles, was für sie spricht? Na, viel Glück. Ja, und ich würde sagen, nächstes Mal machen wir dann an der Stelle hier weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Immortals Phoenix Rising. Und dann geht es an der Stelle hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis dann.